Am späten Samstagnachmittag hat es hier in der Innenstadt in Bremervörde einen sehr schweren, fast tragischen Verkehrsunfall gegeben. Derzeit laufen unsere Ermittlungen noch. Was wir über den Unfall wissen, ist Folgendes. Ein Mercedes-Kombi ist aus einer Nebenstraße über die Hauptverkehrsstraße in Bremervörde gerast und direkt in ein Eiscafé. Dieses Eiscafé war angesichts des guten Wetters voll besetzt. Und im Geschäft haben sich befunden ein zweijähriges Kind und ein älterer Mann. Diese beiden Personen sind bei dem Verkehrsunfall getötet worden. Insgesamt gehen wir im Moment von 2 Schwerverletzten und 7 weiteren Leichtverletzten aus. Im Moment können wir zur Unfallursache eigentlich ja noch gar nichts sagen. Und deshalb sind hier Experten von uns am Werk. Die haben das Ganze computergestützt aufgenommen. Außerdem ist hier ein Team an Gutachtern. Und die haben die Unfallstelle genau begutachtet. Wir waren hier mit 5 Notfallseelsorgern vor Ort, die dann eben unterschiedliche Personengruppen oder auch Einzelpersonen begleitet haben, so wie es notwendig war. Im Sinne einer Rettungskette sorgen wir dafür, dass eben hier auch weiterführende Hilfe möglich ist. Also in jedem Fall werden die Personen Ansprechpartner benannt bekommen oder auch in Absprache werden eben auch etwas in die Wege geleitet, dass ihnen auch über diesen Tag hinaus so weit geholfen werden kann, wie nur irgend möglich.